Kulturzentrum. Und ich bin Paula von der Acknowledge Foundation aus Berlin. Genau, und wir veranstalten das Ganze hier. Jo. Yeah, es geht los! Genau. Ja, wir haben uns gestern nochmal überlegt, wir wollten gern nochmal das Stimmungsbild der Veranstaltung so ein bisschen einfangen. Da habe ich mir dann gedacht, ich gehe doch einfach mal kurz vor knapp, das heißt, wenn alle so an ihren Projekten schrauben, das unbedingt fertig machen wollen und eigentlich gar keine Zeit mehr haben, ich dachte mir, ich gehe einfach mal rum und frage einfach mal, wenn ihr das Wochenende in drei Begriffen beschreiben müsstet, welche wären das? Und das Ergebnis seht ihr da vorne und ich freue mich sehr, dass Spaß wohl bei euch mit an erster Stelle stand. Also das freut mich, das freut das ganze Team, dass ihr da auf jeden Fall total viel Freude an dem Wochenende hattet. Mate war auch noch mit dabei. Ich glaube, das ist selbsterklärend, das ist so euer Lebenselixier scheinbar. Anstrengend war auch dabei. Anstrengend, ja, das gehört dazu, nicht wahr? Genau. Ein bisschen Schlafmangel war, glaube ich, auch dabei. Genau, das freut uns auf jeden Fall sehr, dass die Veranstaltung so gut angekommen ist und das Stimmungsbild dementsprechend ausgefallen ist. Genau, und so eine Veranstaltung wäre natürlich nicht möglich ohne die Hilfe und tolle Unterstützung von ganz vielen Menschen. Und die Mentoren habe ich vorhin schon aufgezählt und die Helfer darf man natürlich auch nicht vergessen. Wir hatten aber auch einige quasi Unterstützer, zum Beispiel die Slup, die uns diese wundervollen Räume hier zur Verfügung gestellt hat, die so super gut temperiert waren bei der Hitze. Also heute kann man sich nicht mehr vorstellen, aber gestern hatte es 33 Grad draußen. Wir wären geschmolzen und hier drin war es super angenehm und man konnte echt gut arbeiten. Also danke der Slup. Außerdem natürlich danke dem Medienkulturzentrum Dresden, die wirklich tollen Organisatoren, also Sven, Kirsten, Hannes, springt hier auch noch irgendwo rum, Heiner, genau, vielen Dank dafür. Dann fünf von den acht Projekten, die die Jugendlichen gleich vorstellen werden, haben tatsächlich sind zum Thema Zukunftsstadt entstanden. Das freut uns super. Es scheint irgendwie das BMBF mit dem diesjährigen Motto zum Wissenschaftsjahr echt einen Volltreffer gelandet zu haben, auch bei den Jugendlichen. Genau, wir veranstalten das ja zusammen, also Hack Your City ist eine Veranstaltung der OKF zusammen mit Wissenschaft im Dialog, die eben im Rahmen des Wissenschaftsjahres stattfindet und in der Labs, vier Citizen Science Labs in ganz Deutschland aufgezogen werden und die Auftaktveranstaltung für das Lab Leipzig Dresden war hier dieser wundervolle Hackathon. Genau. Ja. Genau, wir haben ganz viel schon von den Mentoren gesprochen. Wir als Medienkulturzentrum waren total gespannt. Also wie viele Leute melden sich freiwillig und unterstützen die Jugendlichen hier am Wochenende und wir waren total baff, dass sich 16 Mentoren gemeldet haben aus unterschiedlichen Bundesländern, sogar einer aus NRW, aus Münster ist angereist und hat im Bereich Sensorik unterstützt. Ich würde gern nochmal die Mentoren bitten, aufzustehen und nochmal einen Riesenapplaus, ein Dankeschön an euch. Ich finde, das war eine wundervolle Arbeit. So, jetzt geht es so langsam ans Eingemachte. Wir kommen langsam zu den Präsentationen eurer Projekte. Kurz für die Gäste, die jetzt nicht so wirklich im Thema stecken, würde ich noch mal kurz was erklären zur Veranstaltung an sich. Jugendhackt ist ein Hackathon, das heißt, junge Programmierer kommen an einem Wochenende zusammen, um gemeinsam ihre Ideen in konkrete Projekte, Prototypen, vielleicht auch nicht ganz fertige Projekte umzusetzen, aber man muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, die Jugendlichen hatten weniger als 48 Stunden Zeit, von einer Idee zu einem fertigen Projekt zu kommen. Und diese Projekte wird im Anschluss die Jury bewerten. Die würde ich kurz nochmal vorstellen. Da haben wir zum einen die Julia Reda, die als Europaabgeordnete der Piratenpartei sich um unser kaputtes Urheberrecht kümmert. Zum anderen haben wir den Herrn Gattwinkel vom Projekt Open Data Sachsen, der auch Freitag einen kleinen Input-Vortrag gegeben hat und dementsprechend auch sehr, sehr fit im Thema Open Data ist. Und der dritte im Bunde, das ist Rob, der stand gerade schon als Mentor im Raum
Und der hat nicht nur die jugendlichen Teilnehmer das Wochenende begleitet, sondern ist auch Mitbegründer des OK-Labs in Dresden. Das heißt, da auch wieder der Bezug zum Thema. Genau. Die Jury wird Preise in 5 Kategorien vergeben. Zum einen bester Code, zum anderen bestes Design, den Preis für den Aha-Moment, dann mit Code die Welt verbessern und als letztes den Sonderpreis Zukunftsstadt, passend zum Thema der Veranstaltung Hack Your City meets Jugend Hackt Ost. Und den 6. Preis, den vergebt ihr, die ihr hier im Raum sitzt. Dafür habt ihr kleine Zettelchen bekommen, auf denen findet ihr eine Skala von 5 Punkten. Wenn ihr ein Projekt ganz besonders toll findet, wenn euch das total umhaut, dann gebt dem Projekt bitte 5 Punkte. Wenn es euch nicht so überzeugt, entsprechend weniger. Und nach den Präsentationen gebt ihr bitte diese Zettel vorne bei Yuka ab. Die steht da neben der Tür. Die wird die dann in der Pause auswerten und dann werden wir im Anschluss danach den Publikumspreis verleihen. Wir machen das schon seit 2013 und veranstalten immer wieder Hackathons für technikbegeisterte Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, die mit ihren Fähigkeiten die Welt verbessern wollen. Jetzt will ich aber auch gar nicht so mehr so viel sagen und den Projekten gleich Raum geben, aber davor nochmal ganz kurz, das hier ist ja die Schule, also ihr müsst jetzt keine Angst vorm Präsentieren haben. Jede Idee, die ihr an diesem Wochenende erarbeitet habt, jedes Projekt ist so toll, dass es auf jeden Fall wert ist, präsentiert zu werden. Genau. Wir haben. Wir drei hier wissen auf jeden Fall, dass ihr super viele spannende Projekte gemacht habt. Und deswegen würde ich jetzt sagen: Bühne frei für die ersten Projekte. Okay. Das erste Projekt, ja. Zeit ist Technik von Olivia und Moritz. Ganz kurz und knapp. Erstmal Applaus für euch. Hallo, wir haben das Projekt Zeit ist Technik. Und in dem Projekt geht es darum, dass beim Einkaufen verliert man immer viel Zeit und ja, da geht es darum, wir haben uns erstmal die Frage gestellt beim Brainstorming, was sind überhaupt die Zeitfresser bei uns im Alltag? Das sind zum Beispiel langweilige Dinge wie Einkaufen. Man kennt das bestimmt, man rennt dreimal durch sämtliche Reihen, Regale und so weiter, bis man alles hat. Also haben wir uns gedacht, man könnte ja Zeit sparen. Und da man meistens nicht weiß, wo was steht, könnte man ja sozusagen markieren, was wo steht auf einer Karte und dann die Punkte sozusagen abarbeiten. Das heißt, da steht da, aha, da bin ich gerade letztes Mal noch vorbeigerannt, diesmal sagt mir meine Handy-App, ja, du musst jetzt da anhalten, weil das steht da auch. Und dafür haben wir auch schon was vorbereitet. Ja, also man sieht jetzt hier unser Kaufhaus mit den einzelnen Regalen und man hat ein Suchfeld, wo man jetzt seine Produkte, seine Einkaufsliste eintippen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt Saft kaufen möchte, gibt man Saft ein. Und da sieht man schon, ich war fleißig, es gibt aber hauptsächlich, wir haben jetzt nicht für alles was eingetragen, da gibt es jetzt zum Beispiel Orangensaft, Apfelsaft, Multivitaminsaft und Tomatensaft. Das heißt, große Auswahl, man kann sich alles nochmal aussuchen, aber es sagt mir, okay, der Saft steht jetzt in dem Regal Getränke und nicht hinten an dem Ende. Und man kann sich auch überlegen, wenn ich zum Beispiel jetzt hinten bei dem Regal Wurst, ich brauche Salami und ich brauche Apfelsaft, da renne ich natürlich nicht erst zu Salami, wie man das sonst machen würde, steht ja oben, sondern nehme ich erst meinen Apfelsaft und dann meine Salami mit.
Und das geht auch mit mehreren Suchbegriffen. Also man kann jetzt zum Beispiel auch Nudelholz. Und dazu möchte ich meinetwegen noch eine Cola kaufen. Dann suche ich das und dann sagt das mir, okay, bei Haushalt gibt es das Nudelholz und die Cola gibt es bei Getränke. Und ja, später wollten wir das dann auch noch mit so verbinden, dass einem angezeigt wird, wie der schnellste Weg durch den Supermarkt ist. Das heißt, dass die Wege noch extra berechnet werden, welches wo am schnellsten lang geht, welcher Weg der kürzeste ist. Jetzt müssen wir mal unsere Präsentation wiederfinden. Und ja, der Einkaufszettel wird halt grafisch dargestellt und es wird auch noch berücksichtigt, was für Preis drin ist, was für Allergene, also wie viel es kostet, ob es zum Beispiel, was weiß ich nicht, Nüsse enthält oder nicht und ob es vegetarisch ist. Ja, das sieht man jetzt halt nur noch nicht. Ja, und zur Verbesserung kommt halt noch der Routenplaner mit dazu und es soll später halt auch nicht nur auf einen Laden spezialisiert sein, sondern es soll dann auch nicht nur jetzt Getränkemärkte und so weiter, es soll dann auch so Computerläden und Schuhe, wo man Schuhe kaufen kann. Man macht dann halt seine Einkaufsliste Schuhe zum Beispiel und ich brauche Käse und ich brauche meinetwegen noch einen USB-Stick und dann macht er dir auch eine Route durch die Stadt zu den einzelnen Einkaufsläden. Wobei dann häufig besuchte Läden halt bevorzugt werden, weil wenn man sich merkt, die App merkt sich dann, okay, ich gehe lieber, weiß nicht, in Aldi als in Lidl einkaufen oder als Netto, dann führt mich das natürlich in der Stadt, wo ich noch nicht war, öfter zu meinem Aldi, weil ich den halt zu Hause öfter besucht habe. Ja, und wir bedanken uns jetzt fürs Zuhören. Ja, super, vielen, vielen Dank. Mich hat begeistert, dass man mit dieser App vielleicht alles in einem Laden bekommt und nicht in 3-4 Läden gehen muss. Also das wäre so mein Ding, wo ich sage, bitte mach das, dass man nicht so viel Zeit verliert. Jetzt kommen wir zum nächsten Projekt. Das Projekt nennt sich Die intelligente Mülltonne von Tigran, Kolja, Julian und Paul. Und man kann das Projekt in einem Satz beschreiben mit, wie man mit ein paar einfachen Sensoren die Mülltonne von morgen baut. Wir haben gestern Abend zusammengesessen und haben so ein bisschen nach kleinen Anekdoten gesucht und plötzlich stand einer der Teamteilnehmer in der Tür und sagte, ey Leute, habt ihr mal ein bisschen Müll für uns? Und ja, wir sind dann mit ihm mitgegangen, er hat uns die Mülltonne präsentiert und war total begeistert, hat strahlende Augen gehabt und als sie dann alle fertig waren, wurde dann gesagt, okay, und jetzt kann ich Katzenvideos anschauen. Ich freue mich auf eure Präsentation. Ab geht's. Hallo erstmal. Also unser Projekt ist die intelligente Mülltonne. Ich bin Kolja. Ich bin Julian. Ich bin Tigran. Und ich bin Paul. Und da fangen wir gleich mal an, was das denn machen kann, unser Projekt. Und unser Projekt wirkt dazu, dass halt keine überfüllten Mülltonnen mehr in der Stadt sind und dass die Müllabfuhr dann selbst gleich schauen kann, okay, da ist eine, die voll ist, die muss mal wieder geleert werden. Und es ist halt gar nicht so schwierig, das alles zu bauen und so. Und damit kann man aber trotzdem was Witziges bewirken. Und wir haben uns so gedacht, dass es vielleicht in so 15 bis 20 Jahren ganz normal ist, so wie irgendwie ein Elektrofahrrad oder so. Und dass es dann gar nicht mehr so wie, also dass es dann ganz normal ist für die Leute, so eine intelligente Mülltonne bei sich zu haben. Ja, ich würde jetzt weitermachen mit dem Schaltplan unseres, also gebaut ist es mit Hilfe eines Arduino Unos, zwei LEDs und einen Sensor, einen Infrarotsensor, der die Entfernung messen kann. Ja,
Und unser Code besteht aus 25 Zeilen, also ist nicht wirklich viel. Mal gucken, hier hinten, links sieht man den Code und rechts unseren Schaltplan. Ja, eigentlich funktioniert sie ganz einfach. Ja, man steckt da eben Müll rein und je nachdem, ob sie voll ist oder leer, zeigen hier so zwei LEDs an, im voll oder leer. Ja, das heißt jetzt, hier ist ein Kissen drin, was den Müll simulieren soll und das würde dann voll anzeigen, also die rote LED. Der Vorführeffekt. Dann erklären wir es jetzt halt einfach nicht an der Technik, sondern einfach so. Ja, zu bedienen ist es eigentlich auch ganz einfach. Man muss nur Müll reinstopfen und die Batterie eben immer wechseln. Jetzt hier, der Infrarotsensor merkt, dass der Müll eben sehr hoch jetzt, sag ich jetzt, versteht. Das heißt, die Mülltonne ist voll und dann müsste eigentlich die rote LED angehen. Und das heißt eben, man müsste den entleeren und nichts mehr reinschmeißen. Wenn da eben kein Müll drin ist oder eben etwas weniger, steht da eben leer. Ja. Ja, und dann würde ich noch was zu unserem Logo sagen. Das hat Kolja entworfen. Und das ist auch ganz einfach. K steht für Kolja, P steht für Paul, T steht für Tigran und J steht für Julian. Und ja, da ist eben auch Müll zu sehen, wegen Mülltonne. Und ja, dieses Männchen, keine Ahnung. Super. Die Marketingstrategie gleich mitentwickelt. Ich wollte jetzt noch was erstens zu den Projekten, die wir in der Zukunft planen, sagen. Wir wollen noch machen, dass das Teil mit über WLAN oder sowas mit der Website oder so verbunden ist und dann immer, dann ist da eine Karte und alle Mülltonnen sind blau, wenn sie nicht voll sind und oder grün und rot, wenn sie halt voll sind auf dieser Karte. Und dann plant das gleich noch eine Route für die Müllabfuhr, dass die, also so eine ganz schnelle Route, damit die halt nicht so viel Arbeit haben. Und dann können die da gleich rumfahren. Und wir haben noch eine Website, da ist noch ein QR-Code, da ist noch die Website mit dem Code und ja, solchen Sachen. Und dann wollen wir vielleicht sogar noch eine Website machen, wo wir zum Beispiel noch so, nein, die Sachen so machen, die man dazu braucht, so Links zum Beispiel zu Android Uno und dann noch, ja, eine Mülltonne verkaufen oder sowas, sodass man dann dort gleich noch eine Website hat, wo man sich dann das ganze Zeug dazu kaufen kann und sich das dann zusammenbauen kann. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Zeit ist um, die ihr habt. Ja, genau. Danke für eure Aufmerksamkeit. So, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Projekt. Das Projekt nennt sich Meine grüne Welle von Noah, Marius und Jupp. Und das Projekt beschäftigt sich damit, wie das Fahrradfahren in der Stadt der Zukunft aussehen kann. Und zwar schon heute.
Tja, wir haben, wie gesagt, gestern überlegt, wie wir am besten noch so eine kleine Anekdote reinbekommen. Wir sind dann nochmal rumgegangen, haben mit ein paar Leuten gequatscht und es sah wirklich so aus, als ob viele andere Leute auch noch von dem Projekt begeistert wären, obwohl die Jungs schon lange fertig waren. Und wir haben gesehen, dass es einigen Leuten tatsächlich in den Fingern gejuckt hat, da vielleicht auch noch ein bisschen was beizusteuern. Aber die waren halt dann leider schon in anderen Projekten vergeben. Von daher denke ich, das spricht für das Projekt, wenn das so spät noch Leute zieht. Dann Bühne frei für euch. Ja, also guten Tag. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich persönlich nervt es immer ziemlich, wenn ich mit dem Fahrrad auf eine Ampel zufahre und ich sehe, die ist rot. Und dann muss ich mich jetzt entscheiden, fahre ich langsam oder schneller? Also wird die gleich grün und ich sollte schneller fahren, dass ich das Grün schaffe, oder sollte ich langsamer fahren, weil die erst später grün wird, damit ich das Grün dann schaffe. Ja, genau damit haben wir uns beschäftigt. Und unser Projekt heißt Meine grüne Welle. Ja, das möchten wir euch heute vorstellen. Und ich bin Noah, das ist Marius und das ist Jupp. Ja, zuerst unsere Gliederung. Ja, erstens, wozu ist denn Meine grüne Welle da? Das stelle ich euch vor, was die dann jetzt am Ende auch noch kann. Dann führt der Marius euch das Programm vor, also es ist eine kleine App. Und was könnte noch hinzugefügt werden? Ja, erstens, wozu ist meine grüne Welle da? Ja, wie schon gesagt, es ist eine App. Der Nutzer, was weiß ich, Fahrradfahrer, Autofahrer, kann man ja benutzen, wer will. Der soll benachrichtigt werden, ist die Ampel rot oder grün und muss jetzt schneller oder langsamer fahren, um die Ampel zu erreichen, wenn die grün ist. Ja. Die soll die Koordinaten anzeigen, wo sich jetzt der Nutzer bzw. das Smartphone, auf dem die installiert ist, die App, wo befindet er sich und wie schnell ist der und Zeit, bis die Ampel grün ist. Und wie lange man braucht, bis man bei der Ampel ist. Ja. Was kann meine grüne Welle? Wir haben schon eingebaut, also bis jetzt kann es die Koordinaten des Smartphones anzeigen. Dann die App kann schon die nächste Ampel ermitteln, die nächste Ampel, die hier im Umkreis ist. Das wäre zum Beispiel die da vorne an der Straße. Und das haben wir alles von den Daten aus dem Internet, von OpenStreetMap. Dann kann die App bis jetzt auch schon den Abstand zur Ampel ausmessen und die aktuelle Geschwindigkeit, sage ich jetzt mal, des Smartphones, und die verbleibende Zeit der Ampel. Das kann auch mal der Marius an seinem Handy zeigen. Okay, man sieht es jetzt leider nicht so ganz, weil es ein bisschen hell ist, aber okay. Okay, also die kann bis jetzt die Position anzeigen, da steht oben, ganz oben. Aber das steht jetzt nichts in dem Fall, weil ich brauche ein GPS, das Handy braucht eine GPS-Verbindung und das geht nur, wenn nichts darüber ist, also wenn es sozusagen Blickkontakt zum Satelliten hätte. Und dann steht da drunter der Abstand, das würde auch erst später gehen. Da steht der Abstand vom Startpunkt, also man würde auch rein theoretisch immer wieder zurückfinden. Darunter ist die Geschwindigkeit, da steht jetzt unbekannt. Das zeigt dann die Meter pro Sekunde an. Darunter steht die Zeit bis zur nächsten Ampel. Das wäre dann zum Beispiel 50 Sekunden oder 200 Sekunden. Dann der Abstand zur Ampel, zum Beispiel 70 Meter. Und ja, man kann, da unten ist ein Button, da steht Standpunkt festlegen. Man könnte von einer Ampel, man könnte an jedem beliebigen Ort den Startpunkt neu festlegen und dann würde es wieder den Abstand von diesem Punkt zeigen. Ja, was kann noch hinzugefügt werden? Ja, gespeicherte Routen, die man auf dem Handy speichern kann, dass dann nicht immer neu ermittelt werden muss, was ist jetzt die nächste Ampel und ja,
also die Route nicht neu berechnet werden muss jedes Mal, dann bräuchten wir noch die Daten, ob die Ampel nun rot oder grün ist, damit die Ampelfarbe angezeigt werden kann. Das kann die App leider noch nicht. Und dann könnte der Nutzer noch akustisch oder optisch benachrichtigt werden, was die Ampel, also ob er schneller oder langsamer fahren muss, was weiß ich, mit dem Piepen, wenn es schnell ist, muss er schneller fahren und sonst halt langsamer oder so. Und ja, das war unser Vortrag. Wir bedanken uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und auch noch vielen Dank an unsere Mentoren Jörg, Rob und Uwe. Ja, damit möchten wir uns verabschieden. Baum auf dem Tablett. Ja. Ja, also wir sind Jola, Tita und Lilou und wir stellen euch heute das Projekt TreeFi vor. Dabei geht es darum, dass man versucht, freies WLAN mit dem Umweltschutz zu kombinieren. Das geht, indem man die TreeFi-Bäume gießt und dadurch als Gegenleistung freies WLAN bekommt. Und ich glaube, jeder kennt das Problem, die Flat ist abgelaufen und man kriegt trotzdem irgendeine wichtige Mail, die man irgendwo lesen muss oder beantworten muss. Und der TreeFi-Baum würde halt das Problem lösen, denn dadurch hätte man dann leicht freies WLAN und könnte von überall auf seine Daten zugreifen. Und außerdem würde es einem auch helfen, wenn man zum Beispiel, also Leute kümmern sich im Moment manchmal nicht so gut um Bäume, und dadurch würden dann Bäume auch für Leute, die sich im Moment nicht so für die Natur interessieren, wichtiger werden. Denn wenn es keine Bäume mehr gibt, dann gibt es nicht mehr so viel freies WLAN. Ich glaube, Jola kann uns jetzt erzählen, wie das eigentlich im Großen und Ganzen funktioniert. Genau. Also klar, man kann jetzt nicht einen richtigen Baum nehmen und darauf die ganze Technik aufbauen und einen WLAN-Router besorgen. Deswegen haben wir erstmal so ein Modell dazu gebaut. In Wirklichkeit würde es halt so funktionieren, dass man mit dem Fahrrad fährt, das produziert dann gleichzeitig durch einen Dynamo Strom und bewässert durch eine Pumpe auch den Baum. Das Wasser ist in dem Fall mit der blauen LED gekennzeichnet, der Strom mit der roten hier vorne und die grüne LED hier hinten ist halt für den WLAN-Router. Genau. Also dann wird der Strom hier zum WLAN-Router geleitet und dadurch bekommt man dann auch WLAN. Wenn zu wenig Wasser drin ist, wird das WLAN gesperrt, dann muss der Baum erstmal wieder gegossen werden. Und wenn zu viel Wasser da ist, läuft das WLAN zwar weiter. Und genau. Genau wie es jetzt hier in diesem Modell funktioniert, wird gleich noch Tita erzählen. Jedenfalls gibt es dann noch eine Schaukel, wenn man zum Beispiel keine Lust hat, mit dem Fahrrad zu fahren. Die funktioniert nämlich ähnlich wie in einem Wellenkraftwerk. Durch die Schwingungen wird hier oben ein Schwungrad angetrieben und dadurch auch wieder über einen Dynamo Strom produziert. Okay, also in diesem Modell funktioniert das folgendermaßen. Da muss man erstmal anstecken. Also im Moment blinkt die blaue LED, das heißt, es gibt zu wenig Wasser. Und ja, wenn man jetzt hier, der anfängt zu radeln. Ja, Vorführeffekt. Ja. Ja, hier ist irgendwas kaputt gegangen beim Transport. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Genau, dann fängt er halt an zu radeln, die Pumpe wird angetrieben, dadurch wird dann Wasser dahin. Ja, gleichzeitig wird hier
Gleichzeitig wird hier halt Strom erzeugt. Und jetzt sieht man auch, es war Wasser da, also ist die blaue LED, hat aufgehört zu blinken. Das heißt, es gibt genug Wasser beim Baum. Gleichzeitig ist die rote LED angegangen, weil Strom erzeugt wurde durch den Dynamo. Und jetzt geht auch das WLAN an, weil es gibt genug Wasser und es wurde Strom erzeugt. Ja. Zu viel Wasser. Also ja, wenn jetzt zu viel Wasser da ist, dann blinkt die immer mal wieder auf. Dann darf nicht mehr weiter mit dem Fahrrad gefahren werden. Ja, dürfte, ja. Aber dann würde halt theoretisch im echten Modell irgendwie die Wasserverbindung blockiert werden. Aber wir hatten halt nicht genug Material, um das richtig zu bauen, ist ja klar, Baum und sowas. Und deshalb, ja, aber es würde halt theoretisch auch so in echt funktionieren, halt größer und ja. Genau, und zum Schluss wollen wir natürlich auch unseren Mentoren danken, nämlich Hanna, Mirko, Valentin und Christoph. Vielen Dank. Willkommen zum nächsten Projekt, Basic Computer. Die nächsten, die präsentieren, Steven, Jonathan und Anthony, würde ich gerne nach vorne bitten. Und da kann man sagen, das ist eigentlich das Projekt, wo so dieser rasante technologische Fortschritt der letzten Jahre wahrscheinlich am deutlichsten wird. Und zwar haben die drei... Also es ist interessant, eigentlich, also früher hat man einen riesen Computer gebraucht, um das zu tun, was die drei hier präsentieren. Aber was sie gemacht haben, ist, sich extrem mit Technik auseinanderzusetzen an diesem Wochenende und mit offener Hardware, einem freien Wochenende und totalem Engagement dieses Projekt vorzustellen. Und manchmal braucht man zum Weltverbessern, eben muss man bei den Basics anfangen und das haben die drei gemacht und ja. Ich freue mich auf eure Präsentation. Also ich stelle uns erstmal noch mal kurz vor. Das ist der Anthony, das ist Steven und ich bin der Jonathan. Und wir haben in der Zeit, die wir hier waren, versucht, uns eigentlich auch relativ gut hinbekommen, einen Basic-Computer zu bauen. Das ist ein kleiner Computer, der so vielleicht üblich war vor 30, 40 Jahren. Allerdings war er da vielleicht noch wesentlich größer als dieses kleine Teil hier vorne. Das hat dann früher vielleicht so ein halbes Wohnzimmer eingenommen ungefähr. Und ja, unser Computer baut auf einem AVR-Mikrocontroller. Das ist dieses längliche schwarze Teil hier drin. Und der Programmiersprache Tiny Basic. Ja, und Steven wird euch jetzt ein bisschen was zum Aufbau erzählen. Ja, also wie gesagt, der Computer läuft mit Tiny Basic. Also das ist ein Interpreter drauf. Also man kann sich das vorstellen so ungefähr wie bei einem C64. Also man hat da praktisch nur, wird einem angezeigt, wie viel Speicher man frei hat. Und dann kann man da ein Programm schreiben und das ausführen. Das dann kann man in dem EEPROM von dem Prozessor einspeichern oder auch wieder löschen. Und... also man hat da eine Composite-Video-Buchse für den Ausgang an den Bildschirm und eine PS2-Buchse, also das ist ganz normaler Tastaturanschluss. Er ist halt schon ein bisschen älter, also nicht mehr Standard, aber früher war es ganz normaler Standard-Tastaturanschluss, dass man praktisch da was reinschreiben kann. Und also die Tastatur sieht in etwa so aus, also eine relativ alte PS2-Tastatur und die wird dann dort angeschlossen. Ja, also wir sind nicht ganz fertig geworden, ansonsten würden wir das ja hier auch jetzt vorführen, aber leider geht das noch nicht so richtig. Wir haben auch diese Häuser gebaut und wir haben es mit einem Laserdrucker gebaut und ja, da hatten wir noch eine Idee, da drauf Basic zu schreiben, ja. Okay. Ende. Ja, also wie gesagt, wären wir fertig geworden, dann
würde das bestimmt auch funktionieren, aber wir hatten halt ein bisschen wenig Zeit und wir hatten auch vor allem das Problem, dass wir da mit einem kaputten, es ist ja ein AVR-Prozessor, ein Mikrocontroller, und der war halt kaputt, also den ersten haben wir durchgefeuert, ohne es zu wissen, und dann haben wir mehr oder weniger fast den ganzen Tag, also gestern fast den ganzen Tag dafür verbraucht, um da, also haben wir probiert, da was drauf zu kriegen, also den Interpreter da drauf zu kriegen, aber der Chip war halt Schrott. Und ja, im letzten Moment hat Uwe noch uns noch so einen mitgebracht, noch so einen Schaltkreis, und da konnten wir das jetzt flashen. Ja. Und deshalb auch nochmal vielen Dank an alle Mentoren, die uns hier so tatkräftig unterstützt haben. Ohne die Tipps hätten wir wirklich, also das auf jeden Fall nicht hingekriegt. Vor allem nochmal an Uwe, weil wir von ihm diesen Chip bekommen haben, ohne den wäre sowieso überhaupt nichts gegangen. Also Dankeschön dafür. Vielen, vielen Dank. Das nächste Projekt zeigt im Grunde ganz gut, was bei JugendHackt möglich ist. Denn am Freitag hatten wir einen kleinen Input-Vortrag von Erik Schwarzrock, der arbeitet beim Amt für Stadtplanung. Und der hat in seinem Input-Vortrag die nachhaltige urbane Mobilität als eine der großen Herausforderungen der Zukunftsstadt definiert. Und wie das halt bei JugendHackt ist, Freitag gibt es ein Problem und Sonntag stellen Max, Stefan und Marc schon eine mögliche Lösung vor. Bühne frei. Hallo, wir sind Marc, Stefan, Max, und wir haben ein Programm geschrieben, was sich nennt Taxi Time Travel Prediction, und es ist für Taxifirmen gedacht, damit Taxifirmen möglichst effizient berechnen können, welches Taxi sie zu welchem Kunden schicken, damit sie einen möglichst effizienten Workflow haben und ihre Ressourcen schonen können. Das Projekt macht, wie gesagt, folgendes: Es berechnet die Zeit aus Standortdaten und versucht, die möglichst schnelle Route zu finden. Wie wir das machen, sehen wir an dem Beispiel. Beispiel. So, also hier geben wir nur die Daten ein, die jetzt in der Taxizentrale durchgegeben werden würden, wo sich der Kunde gerade befindet, der ein Taxi anfordert. Und außerdem das Ziel, also wo der Kunde hin will. Das Ziel wird jetzt erstmal bei unserer Beta-Version noch nicht so wirklich benötigt, aber wäre dann halt wichtig für eine spätere Implementation, für beispielsweise, um das Ganze in Real-Time berechnen zu können. So, dann werden uns auf der Karte mit den gelben Punkten die aktuellen Standorte der ganzen Taxis angezeigt und außerdem halt die jeweilige ID und ob das Taxi frei, oder gerade besetzt ist, also eine Fahrt hat. Und der blaue Punkt markiert den Standort des Kunden. So, unten hat das Programm dann schon ausgerechnet, welches Taxi geschickt werden soll und in wie vielen Minuten das Taxi den Standort des Kunden erreichen würde. In unserem Fall jetzt 3 Minuten 36. Ja, das Ganze haben wir jetzt noch, um die Taxidaten können ja variieren, also das würden ja dann sozusagen von den einzelnen Taxis angefordert werden. Und dafür haben wir jetzt noch eine zweite Simulation für die entsprechenden Taxidaten, wo halt die Taxis jeweils nochmal eine andere Position haben und auch nochmal eine andere ID. Und in diesem Fall wäre jetzt Taxi 4 das Taxi, was am dichtesten dran wäre, beziehungsweise am schnellsten beim Kunden wäre, in 2 Minuten 23. Dankeschön. Wir realisieren das über ein JavaScript-Frontend. Diese schöne Animation, die Sie gerade gesehen haben, stammt übrigens aus der Feder von Marc. Dafür nochmal danke. Das Backend wurde von Stefan und mir geschrieben in PHP und arbeitet mit einem Array, um dann zu berechnen, wie lange, also welche Route die beste ist und welches Taxi man also nehmen muss. Die Zeiten und Routen bekommen wir durch einen API-Request von Grafhopper. Und nochmal danke an den Entwickler von Grafhopper, der uns sehr viele API-Requests zur Verfügung gestellt hat. Für zukünftige Implementationen wollen wir eine Datenbank reinbringen, um variable Taxizahlen zu haben, um in Echtzeit zu arbeiten. Und dann soll auch noch rein, dass das Ziel, das der Kunde hat, berücksichtigt wird, sodass der Kunde weiß, wann das Taxi bei ihm ist, wie viel er bezahlen wird, wann er da ist, und dass der Taximanager möglichst effiziente Möglichkeiten hat, seine Ressourcen zu verwalten und ja, einzusetzen.
Wir möchten natürlich den Mentoren danken und ja, wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, also wir sind EasyBay. Ich erkläre erstmal kurz, was EasyBay so im Groben ist. Also man kann es eigentlich so als flexible Lagersoftware beschreiben, die man schön anpassen kann. Und das Ganze soll ein Tauschhandel zwischen verschiedenen Menschen, der organisiert ist und auch fair gestaltet ist, ermöglichen. Und was man da so konkret machen kann, wird euch jetzt Martin erzählen. Ja, also es ist dafür auf jeden Fall da, dass man zwei verschiedene Sachen tauschen kann. Also einer kommt zum Beispiel zu der Lagerhalle hin, gibt einen Artikel ab und nimmt sich einen gleichwertigen Artikel wieder nach Hause. Für die Zukunftsstadt, man könnte das zum Beispiel mit Büchern machen oder auch mit Computerspielen oder mit irgendwelchen Sachen, die man vielleicht nur 2-3 Wochen nutzt und dann wieder abgeben kann und sich irgendwas Neues hat. Ja. Genau. Beim Design haben wir vor allem darauf geachtet, dass es eben einfach und intuitiv ist, sodass Jung und Alt das gleichermaßen bedienen können und möglichst viele Menschen damit erreicht werden, diesen Tauschhandel-Gedanken quasi möglichst weit in die Gesellschaft tragen. Und wir haben dezent auf das das Wochenende rechts oben verwiesen, wo das alles entstanden ist. Ja, dafür haben wir eine Website erstellt, wenn ich vielleicht einblenden könnte. Und da sehen wir dann halt, dass sich einzelne Leute anmelden können und dann, ja, das können wir mal kurz machen. Und dann können die einzelnen Leute ihre Produkte suchen, wenn sie sich für etwas interessieren. Wir können uns ja mal anschauen, was wir jetzt in Dresden für Möglichkeiten hätten, was wir in unserer Datenbank haben, und dann halt, dass wir uns zum Beispiel Lautsprecher ausleihen könnten, können wir uns dann reservieren, und der Datenbank wird dann auch vermerkt, dass sich der jeweilige Kunde dann die Produkte abholen möchte. Genau. Ja, wie bereits vorher gesagt, ist das Ganze mit einer Datenbank realisiert. Diese Datenbank arbeitet im Hintergrund und bietet sozusagen eine Schnittstelle zwischen den ganzen Komponenten dieses Lagersystems. Und diese Datenbank besteht aus zwei Tabellen. Zum einen ist das für die Kunden, also was jetzt die Benutzernamen, die Passwörter und ähnliches sind, und dann von den ganzen Artikeln. Diese Artikel werden jeweils auch in einer Datenbank gespeichert und mit den ganzen Variablen versehen. Genau, was jetzt in der Zukunft ist, sagt uns Daniel noch. Ja, kommen wir zu der Zukunft. Wir haben uns überlegt, dass wir später noch andere Bezahlsysteme oder Währungssysteme einsetzen können. Einerseits könnten wir verschiedene Produkte bewerten, um damit sicherzustellen, dass sich der Wert einigermaßen gleich ist, was ich gebe und was ich nehme. Andererseits könnte man das Ganze auch kommerziell aufziehen, wie bei eBay, dass man sich nur etwas abholen kann, wenn man bei dem Käufer im Vorhinein schon bezahlt hat. Genau, und jetzt wird noch einmal der QR-Code-Scanner vorgestellt. Genau, und zwar, wir haben uns das ja so gedacht gehabt, dass man sich auf der Website ein Produkt aussucht und dann zu einer Lagerhalle sozusagen in der Stadt geht oder wo auch immer die gebaut wird. Und dort hat man dann einen QR-Code zugeschickt bekommen. Den hält man dann hier vor diesen QR-Code-Scanner, ich weiß nicht. Man sieht es ein bisschen. Ich habe den jetzt mal hier auf meinem Telefon, da sieht man es. Und wenn ich den jetzt hier einscanne, das dauert ein bisschen. Oben sieht man eine kleine Vorschau. Jetzt sieht man hier in der Konsole eben
die Ausgabe aus der Datenbank, das ist mit einem Python-Script abgefragt. Und das wäre jetzt ein Handy gewesen in der Kategorie Mobiltelefone und es ist gelagert in Chemnitz. Das Ganze geht natürlich, nehmen wir mal noch ein. Jetzt kommt wieder die Vorschau. Das wäre jetzt ein Laptop, Kategorie Computer, der ist in Leipzig und an dem reserviert 1 sieht man, dass der, also 1 für True, ist reserviert und kommt raus. Ja, dann gebe ich dir noch was. Ja, genau, dann bedanken wir uns bei unseren Mentoren und jetzt beim Publikum, dass sie uns aufmerksam zugehört haben. Vielen, vielen Dank. Wir kommen tatsächlich schon zur letzten Gruppe und zu der sei nur so viel gesagt, ich zitiere den Beschreibungstext aus Hektisch, wo wir alle Projekte gesammelt haben und wo ihr auch hinterher noch alle euch Projekte angucken könnt. Ich zitiere, die Welt steht vor dem Abgrund. Für diejenigen unter uns, die das absolut nicht verarbeiten können, gibt es nun Neuland-Euphonie. Und ja, wie gesagt, bei so einem Ankündigungstext will ich auch gar nicht groß weiterreden, sondern ich würde sagen, Bühne frei für Neuland-Euphonie. Ja, nun zu unserem im Schlafdelirium gehaltenen Vortrag über Neuland-Euphonie. Neuland-Euphonie, das ist ein Wort, das wohl eher bei Menschen mit schöngeistigerem Wortschatz Sinn ergeben wird. Es heißt so viel wie wohlklingendes Internet oder Internet-Wohlklang. Was möchte man damit implizieren mit unserem Projekt? Es soll das Internet ein bisschen schöner machen. Und was heißt schöner? Wir haben einen Proxy programmiert und dieser Proxy, der bearbeitet die Webseiten, die man ansurft. Wir können das ja mal eben zeigen. Eine unglaublich tolle Webseite. Ja. Genau, wir haben Bilder und Text auf den Webseiten und beide werden etwas tendenziös bearbeitet und quasi zur Unkenntlichkeit karikiert. Genau. Das Ganze soll am Ende als Multimedia-Aktion laufen. Man hat einen LAN-Port oder einen WLAN-Port. Und diese beiden, meiner Meinung nach, sind das physiologische Grundbedürfnisse und der Mensch wird dann natürlich gleich andocken und wird bemerken, das Internet ist zensiert. Wir in Deutschland haben momentan das Glück, dass niemand in besonderem Maße versucht, die Meinungshoheit zu ergreifen. Das ist in anderen Ländern nicht so, in der Türkei, in China beispielsweise, in Nordkorea. Und wir wollen darauf aufmerksam machen mit diesem Projekt. Wie wir diese Magie in die Rechenmaschine gebracht haben, wird uns jetzt unter anderem Karl sagen. Ja, also wie haben wir das Ganze gemacht? Das Ganze besteht, wie man vielleicht schon erkannt hat, aus drei großen Teilen. Zum einen das Ersetzen der Bilder, das Ersetzen der Texte und am Ende noch eine hübsche Statistik, die das Ganze visualisiert. Das Ersetzen der Bilder funktioniert eigentlich darüber, dass, da wir ja einen Proxy haben, jedes Bild, das aufgerufen wird, natürlich über den Proxy aufgerufen wird, also kann der auch einfach schauen und es durch, erst wenn es aufgerufen wird, durch ein zurechtgeschnittenes Katzenbild oder später auch mal Einhornbild ersetzen. Ja, zum Ersetzen der Texte. Also wir verwenden CouchDB, das ist eine Datenbank. Und da schreiben wir praktisch in die Tabelle links das Wort, was wir ersetzen wollen und rechts ein oder auch mehrere Wörter, die das ersetzen. Ist es ein Wort, wird das logischerweise eingesetzt. Sind es mehrere, wird per Zufall eins von diesen mehreren Wörtern ausgewählt und dann eingesetzt. So, ich habe die Datenbank aufgegriffen und zwei Statistiken dazu angefertigt. Können Sie eventuell den Bildschirm mir zeigen? Genau, die erste Statistik zeigt an die verschiedenen URLs, die aufgerufen wurden und wie viele Wörter dort geändert wurden, zusammen wie viel dort zensiert wurde. Und das halt mal geordnet von am meisten zu am wenigsten. Und dann noch die zweite
Das sind halt die ersetzten Wörter und die Anzahl. Also es zeigt einfach an, welche Wörter wurden zensiert und wie viel mal wurden die zensiert. Auch wieder hier sortiert von meisten bis zum geringsten. Und wie man sehen kann, ist hier unten nochmal eine Gesamtanzahl. Das ist bei allen beiden Tabellen und zeigt an, wie viele Wörter halt zensiert wurden. Ja, und dann haben wir das natürlich auch jetzt noch nicht perfekt und fertig und haben auch noch weitere Ideen, was wir gerne einbauen wollen. Und wir haben uns gedacht, Katzenbilder, die sind ganz nett, aber Katzenbilder werden auch irgendwann langweilig. Also gibt es dann auch Einhornbilder. Und weitere Ideen waren, dass man nicht nur... dass man natürlich nicht nur einfach Wörter austauschen kann gegen andere, was dann nicht immer im Textzusammenhang passt, sondern dass man da natürlich auch noch schauen kann, dass man das in Text einpasst und da besser drauf eingehen kann. Oder auch, dass man nicht Wörter ersetzt, sondern einfach durch schwarze Balken ersetzt oder den Boden, ja. Ich würde sagen, ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit und falls ihr Fragen habt, kommt gerne zu uns. Wir zeigen euch auch das Programm gerne. Ihr könnt euch das ansehen und damit spielen vielleicht auch. Vor allem möchte ich auch noch unseren Mentorinnen und Mentoren danken, weil sie uns so tatkräftig beiseite standen, als wir unsere Algorithmen implementieren mussten. Und außerdem ist JugendHack eine absolut fantastische Veranstaltung, die es absolut in mehr Städten geben sollte und wo auch noch viel, viel mehr Menschen herkommen sollten. Da sollte viel mehr die Werbetrommel gerührt werden. Deshalb, alle, die hier sind, macht einfach irgendwas dafür, dass hier Menschen herkommen. Danke. Ja, vielen, vielen Dank für die 8 Präsentationen und für das wundervolle Schlusswort. Die Jury zieht sich jetzt zurück. Für die anderen gibt es die Möglichkeit, jetzt was essen zu gehen. Ich würde bitten, die Publikumszettel bei der JUKA abzugeben, in die Dose rein. Es geht 13 Uhr mit der Preisverleihung weiter. Bis gleich. So, alle da? Ich denke schon. Wir denken uns schon, ihr brennt wahrscheinlich genauso wie wir darauf, zu erfahren, wer jetzt in welcher Kategorie gewonnen hat. Deswegen wollen wir auch gar nicht lange fackeln und übergeben das Wort an die Jury, die bitte ihre Entscheidung in der Kategorie Bester Code präsentiert. Oh, da fange ich direkt an. Willst du nach vorne? Ich komme nach vorn. Wo soll ich mich hinstellen? Hallo. Ja, viele von euch haben uns und mich speziell ja gesehen. Ich war ja hier auch Mentor, konnte dann auch mal in die Code-Projekte reinschauen und habe auch bei einigen geholfen. Es war total toll, dass ihr das gemacht habt und ich habe gesehen, dass ihr euch wahnsinnig angestrengt habt und hoffentlich auch viel Spaß hattet. Und was soll ich sagen, wir haben uns hier die Köpfe eingehauen und zu einem Ergebnis durchgerungen. Wie das halt immer ist mit den Entscheidungen, das ist verdammt schwierig. Viele Projekte waren gleich auf und ja, wir haben uns jetzt entschieden und es wird werden. die Easy Bay. Kommt nach vorne, ja, gerne. Die habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen, das stimmt.
Wie gesagt, die Komplexität war ziemlich hoch und die haben viele Technologien unter einen Hut gebracht und die zusammengefrickelt, richtig schön im Sinne eines Hackers, verschiedene Werkzeuge genommen, die zusammengeknüppert und am Ende eine wunderschöne Seite gebaut. Und ja, ein paar Sachen hat man noch nicht gesehen. Und also ich kenne, wie gesagt, habe dran mit auch bei denen auch geholfen und deswegen weiß ich auch, dass sie hinter den Kulissen da noch mehr zu sehen hatten, wie auch viele andere Projekte. Und ja, das war sozusagen entscheidend, dass die echt viele Sachen zusammengebracht haben. So, der nächste Fall. Ach, hier vorne. So, der nächste Preis, den wir vergeben, ist der für den Aha-Moment. Ja, es war so schwer. Ne? Ja, es war wirklich schwer. Wir haben immer wieder gestaunt bei ganz vielen Projekten und gedacht, Mensch, da hätte man drauf kommen müssen, schon vorher. Und wir haben uns dann durchgerungen und den Preis für den Aha-Moment erhält die Neuland-Euphonie. Willst du gleich verteilen? Ich sage dann gleichzeitig noch mal was uns besonders gefallen hat. Also es ist natürlich ein toller Anspruch auch, dass es ein Kunstprojekt gleichzeitig noch ist. Also verbindet man auch nicht unmittelbar sofort mit einem Hackathon, dass Kunst bei rauskommt, wo wir hier in Dresden die Signed Art habt. Könnt ihr euch gleich bewerben. Große Kunstmesse für Cyberart. Das war schon toll und ich denke, man kommt dann auch ins Nachdenken, wenn man das so sieht. Da spreche ich mir viel davon und dann auch die Perspektiven, die ihr aufgezeigt habt. Also das wird man wirklich sehen wollen, denke ich. Ja, der Preis für den besten was? Das ja, da dachte ich gerade. Ach so, genau, richtig, mit Code die Welt verbessern. Das trägt hier unsere EU-Abgeordnete Julia Reda vor. Ja, das war auch eine ganz schwierige Entscheidung, mit Code die Welt verbessern. Wir haben uns halt überlegt, okay, was ist was kann man im Prinzip auf der ganzen Welt anwenden und was nicht nur für den Nutzer selber irgendwie einen Nutzen bringt, sondern für die ganze Gesellschaft. Und da hat das Rennen gemacht, die intelligente Mülltonne. Ja, was uns an dem Projekt ganz besonders gefallen hat, ist, dass es da ein großes Potenzial gibt für Ressourcensparen. Also man kann das nutzen im Prinzip, um einerseits irgendwie Verkehrsaufkommen zu reduzieren, dadurch, dass halt irgendwie Müll intelligent abgeholt wird und gleichzeitig auch ein größeres Bewusstsein dafür schaffen, wie viel Müll man eigentlich so produziert. Und ja, schön designt und gestaltet ist das Ganze auch. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dann machen wir weiter mit dem Preis für das beste Design.
Da haben wir uns erstmal gestritten, was ist überhaupt Design? Also ist das einfach nur schick aussehen oder geht es da auch darum, irgendwie, dass es ein Projekt ist, wo wir das Gefühl haben, das können wir eigentlich schon fast nutzen, das ist schon ziemlich weit gediehen. Und ja, bei einem Projekt, da hat uns eben überzeugt, dass ja, man direkt sehen kann, dass das im Prinzip ja schon fast vom Endnutzer benutzt werden kann und da sehr gut gestaltet ist, und das ist die Taxi Travel Time. Ja, der Zukunftsstadt 2015 haben wir natürlich auch den Sonderpreis Zukunftsstadt, und auch da wieder hart und mit uns gerungen, und der Dietmar Gattwinkel, Open Data Beauftragter des Landes Sachsen, gibt den Preis bekannt. Okay, wir nennen uns immer Freistaaten, das ist immer ganz wichtig, muss ich mal machen, damit meine Chefs glücklich sind. Ja, es ist die ideale Zukunftsstadt, würde natürlich die sein, wo all die Apps und Anwendungen sind, die ihr entwickelt habt. Wir mussten uns jetzt durchringen zu einer Sache und haben dann, ich sag mal, dem Umweltschutz den Vortritt gelassen und deshalb gewählt die Grüne Welle. Ja, die Grüne Welle war ein überzeugendes Projekt, fand ich. Ich gehe mal hier noch. Nee. Denn nicht nur, dass ihr schon ganz viel gemacht habt, umgesetzt habt, ihr habt auch noch ganz tolle Perspektiven aufgezeigt, was man damit machen könnte. Und als passionierter Radfahrer muss ich auch wirklich sagen, es ist eine App, die ich mir sofort runterladen würde, wenn es die dann mal gibt. Ich hoffe, ihr schafft das. Die Verbindung mit den Daten der Stadt war natürlich auch eine tolle Sache, die man noch realisieren kann. Ja, deshalb herzlichen Glückwunsch. So, dann sind wir mit den Jurypreisen durch. Wer genau mitgezählt hat, merkt, da fehlt noch genau ein Preis, nämlich der Publikumspreis. Die Stimmen sind ausgezählt. Ich habe auch gehört, es ist relativ knapp gewesen, aber letztendlich konnte sich Treefy durchsetzen. Die hier entstanden sind, fantastisch sind.
Und wir sind, ihr habt es mitbekommen jetzt am Wochenende, wir sind Veranstalter des Deutschen Multimedia-Preises. Und ich denke, dass alle 8 Projekte, dass die eingereicht werden sollten von euch, also ein großes Herzensanliegen von mir, reicht sie ein, sie haben großes Potenzial. Ihr habt die Möglichkeit bis 16.08. dies zu tun, könnt vielleicht auch noch ein bisschen weiterarbeiten, noch Dinge, Ideen mit verarbeiten, die jetzt an dem Wochenende natürlich nicht umsetzbar waren. Also tut dies, ich würde mich freuen und die, die keinen Preis bekommen haben, vielleicht Platz beim Deutschen Multimedia-Preis oder vielleicht kriegen wir einige Preisträger von euch unter. Also ja, reicht ein, 16.08. Was kann man denn gewinnen? Wir haben 5 Altersgruppen, in denen eingereicht werden kann, also tatsächlich von 0 bis 25 Jahre ist die Zielgruppe und wir haben einige Sonderpreise, Sonderpreis Games, Creative Mobile, Medienkunst, wir haben Medienkunstpreis, der so ein bisschen schulisch orientiert ist und ein Sonderpreis vom Familienministerium zum Thema alles inklusive. Genau. Ich denke, das sind, ja, sind Geldpreise, sind Sachpreise, das lohnt sich auf alle Fälle. Und es gibt ein wundervolles Abschlussfestival hier in Dresden Mitte November, wo alle immer sehr begeistert wieder nach Hause fahren. Und Herr Gatschwinkel, es gibt die Silent Art, aber Deutschen Multimedia-Preis gibt es auch seit 17 Jahren, ist auch ein tolles Festival. Ja. Auch ich will mich nochmal bedanken für das wirklich grandiose Wochenende. Wir haben tatsächlich auch von der Open Knowledge Foundation den Wunsch, der vorhin schon von Teilnehmern aufkam, dass es mehr Jugendkack geben muss, wollen wir dieses Jahr schon weiter aufgreifen. Nächstes Wochenende findet Jugendkack Süd in Ulm statt und im Herbst gibt es dann wieder die große Abschlussveranstaltung in Berlin. Da seid natürlich auch ihr alle, die jetzt an diesem Wochenende teilgenommen haben, super herzlich eingeladen, euch wieder anzumelden. Wir freuen uns auf jeden von euch. Ganz kurz nochmal, die Teilnehmerurkunden könnt ihr euch vorne noch abholen, genauso wie die Siegerurkunden für diejenigen, die Preise gewonnen haben. Und dann sage ich danke und safe way home. Genau, noch nicht alle wegrennen. Ich würde gerne noch 3 Personen hier auf die Bühne holen. Einmal die Maria, den Daniel und die Paula bleibt hier. Wir haben nämlich ein bisschen, also wir hatten ja das FabLab und Makerspace, die uns unterstützt haben am Wochenende. Wir hatten Laser-Cutter vor Ort, 3D-Drucker und wir haben euch ein Dankeschön gemacht. Maria Reimer, ganz, ganz großen Dank. Sie ist die Projektleiterin von diesem Takt. Du hast hier einen guten Takt ausentwickelt. Danke, Maria. Liebe Paula, vielen Dank für die wundervolle Zusammenarbeit. Und lieber Daniel, auch für dich ein Dankeschön.